So, hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem zweiten Teil hier auf meinem ersten Hof, den wir übernommen haben in Geiselberg. Beim letzten Video, beziehungsweise beim letzten Mal, als ihr eingeschaltet habt, da haben wir unser erstes Feld gedrescht und damit bin ich jetzt fertig und nun müssen wir Ballen pressen. Da das Geld klein ist, beziehungsweise nicht so viel Geld haben und sparen müssen, da wir uns ja noch Tiere anschaffen wollen, blieb mir nichts anderes übrig, wie eine New Holland Ballenpresse zu nehmen, die schon etwas älter ist und ich hoffe, dass das auch alles so klappt, wie ich es mir denke. Der Schlepper ist auch ausgeliehen. Das ist auch nicht meiner. Kann ich mir leider noch nicht leisten. Aber ich denke mal, das wird mit der Zeit schon kommen. Dann irgendwann. Ja, dann steigen wir mal ein, fahren zum Feld hin. Und ja, dann werden wir mal Ballen pressen, ne? So, ich hoffe, dass das auch alles jetzt klappt, wie ich mir das denke. Weil, ich ja mich nicht so gut auskenne mit neuen Traktoren. Aber sollten wir hinkriegen. Er hat mir das alles erklärt, wie es geht. Und jetzt starten wir mal. Das sollte ich noch hinkriegen. Ah, herrlich. Herrlich, da ist er. So, dann gucken wir mal. Das ist unser schöner... schöne Ballpresse sich auch schön hinten dran hängt hier. Das hätte man natürlich auch ein bisschen anders lösen können. Das ist dieses Rückwärtsfahren. Dann ist man noch nicht so gewohnt, ne? Wenn man noch nicht so viel rückwärts gefahren ist mit dem Schlepper. So, Ding ist dran. Kabel sollten auch alle dran sein und dann werden wir zum Feld brettern. Wo das war, das war, ja, okay, gut, alles klar. Ich muss jetzt mal wieder hier um die Ecke, dieses enge Ding hier. Gleich wieder hier rein. Es ist sehr fatal und sehr eng hier, aber kriegen wir hin. So, auf geht's. Ich hoffe, ich fahre auch richtig. Aber eigentlich müsste ich richtig sein hier. Es gibt aber ein bisschen Spiel hier. Ne? Ja, hier muss ich schon rein. Ja, gut, dann fahren wir hier mal hoch. Ach, ein schöner Schlepper, ne? Schade, dass es nicht meiner ist. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. So, dann sind wir jetzt hier und dann müsste ich da vorne gleich nochmal rechts. Das Problem ist, wo unser Feld ist, beziehungsweise mein Feld ist, da ist sehr wenig Platz. Von da kommt nichts, da kommt auch nichts. Rumziehen. Beziehungsweise man kommt da irgendwie schlecht rauf. Man muss halt gucken. Das ist nämlich jetzt hier die Einfahrt und die ist eigentlich, wie man sieht, zugewachsen. Warum auch immer. Und dann müssen wir halt so ein bisschen durch das Rapsfeld fahren. So, ich werde aber nichtsdestotrotz erstmal nach ganz vorne durchfahren. So, das Blinker wieder vergessen, wie immer. Und dann werden wir das Ding mal starten. Ich hoffe, es funktioniert alles.
So, ich müsste jetzt ja hier dann direkt schon losgehen. Ich werde mal aussteigen. So, Garnenrollen haben wir auch genug. 100%. Gehen wir einmal rum. Weil ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Hier irgendwas machen muss. Es sieht nicht so aus. Gut, alles klar. Dann können wir wieder in den Schlepper rein. Und dann werden wir das Ding mal starten. Wie gesagt, es ist halt eine alte Ballenpresse. Das ist nichts Großes und wir müssen dann halt mal gucken, wie wir das geladen kriegen. Und das sollte aber auch kein Problem sein. So, wir werden das Ding jetzt erstmal anschalten und gucken. Ach, die muss jetzt ausgeklappt werden. So, X und V und dann geht's los mit B. Herrlich, herrlich. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Spur finden. Ich denke mal, ich bin schon richtig. Es ist halt jetzt hier so, dass wir halt neben der Spur fahren müssen. Ja, also nicht auf der Spur, wie wenn man jetzt normal Ballen pressen tut, also die Rundballen oder die anderen Quaderballen, weil der halt versetzt ist. Ja, das sieht man ja hier auch. Ja, der ist halt versetzt. Und ja, da muss man dann halt immer so ein bisschen gucken. Sollten wir aber hinkriegen. Und die Dinger sind natürlich schnell voll. Es wird sehr viele Ballen geben. Und ich hoffe, er wirft sie automatisch aus. Ah, sieht so aus. Gut, geben wir ein bisschen Gas. Das sollte sehr schnell gehen, weil wir hier sehr viel liegen haben. Und ich hoffe, dass das alles nachher auch klappt mit dem Aufladen. Gut, da hat er schon was liegen gelassen, aber ja, das ist, lässt sich leider nicht vermeiden. Naja, so wie man das sieht, habe ich natürlich auch wieder hier wie Kraut und Rüben gedrescht. Man bekommt alles hin, es ist halt alles lernbar, ne? Ich nehme diese Bahn hier gleich mit. Dann ich werde eh nicht alles erwischen. Ich denke mal, bei manchen muss ich dann noch mal rüber. Aber es sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, das ist natürlich alles hier kreuz und quer gedrescht von mir, ne?
hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen ordentlicher machen können. Und ja, ist halt viel Arbeit jetzt, gerade weil es halt eine kleine Ballenpresse ist. Da geht das halt alles nicht so schnell, wie wenn man jetzt halt eine größere Ballenpresse hat. Aber wir wollen uns nicht beschweren, jeder fängt mal klein an. Eine andere ist im Moment nicht zur Verfügung. Beziehungsweise gab es nicht. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir mit dem, was wir haben, zufrieden sind. So. Sind wir auch schon bald wieder am Ende unseres Videos angekommen. Ja, meine Lieben, da sich ja der Kanal hier noch im Aufbau befindet und ich hier noch so ein bisschen rumkrebsle und Tour mache, würde ich ganz gerne in Zukunft, wenn ich diese Videos mache, eventuell auch ein paar Sprünge machen, dass das für die Leute nicht ganz so anstrengend ist zuzugucken und dass man halt auch mehr Abwechslung hat in den Tagesabläufen und was weiß ich, wenn man jetzt das Feld hier am Pressen ist, dass man dann, wenn man fertig ist, ein Skid macht oder einen Cut macht halt und ich glaube, das ist super, die sieht aber auch klein. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass sie so klein waren, als ich noch ein Kind war, aber okay. Und dass das halt viel abwechslungsreicher ist und man nicht immer so lange auf ein anderes Video warten muss, ne? Dann kann man zum Beispiel vielleicht dann, wir haben noch zwei Felder zu dreschen und das ist, wenn man schläft, ne? Dann passieren solche Sachen. Ja, wie gesagt, es sind noch ein paar Felder zu dreschen und da würde ich dann halt halt immer einen Cut machen. Wie ihr das mögt, natürlich, ne? Das könnt ihr euch dann aussuchen. Des Weiteren würde ich ganz gerne auch irgendwann einen Multiplayer Stream starten. Ich weiß nur noch nicht wann. Wenn da Leute Interesse haben, einfach mal melden, schreiben. Ich suche dringend Leute für einen Multiplayer. Das wäre richtig nice. Ich sag jetzt, es ist wie Kraut und Rüben hier. Da würde ich mich super freuen, wenn sich da Leute irgendwie melden, bewerben, keine Ahnung, wie auch immer. Wie gesagt, der Kanal hier ist im Aufbau und da hätte ich halt richtig Bock drauf. Aber wie gesagt, einfach melden. Ja, gut, dann war es das auch. Würde ich sagen, ich werde hier noch ein bisschen weiterarbeiten. Das Feld fertig machen und in der nächsten Folge gucken wir mal, dass es dann ans nächste Feld geht. Was gemacht werden muss. Die Tiere sollten dann auch irgendwann kommen, demnächst. Dass wir schon mal so ein bisschen Zeug haben, auch für die Tiere. Sprich Heu, Stroh und so, ne? Das muss alles gemacht werden. Also, bis dahin, meine Lieben, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und so weiter, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüssi!